Ach, herrlich. Ich liebe Frikadellen. Wirklich. Als Kind schon. Und am liebsten die von meiner Mama. Auch die Lebensmittelindustrie hat sich gedacht, wenn dem kleinen dicken Lege das so schmeckt, dann machen wir die mal fix und fertig fürs Kühlregal. Im Supermarkt liegen fertige Frikadellen. Die meisten bestehen aus Schweinefleisch. Sie kosten gewürzt und gebraten durchschnittlich 83 Cent pro 100 Gramm und sind damit sogar etwas günstiger als frisches Schweinehack. Das sagt schon einiges. So eine Frikadelle aus dem Kühlregal? Aber die richtig guten werden auch selbst gemacht. Wer macht die besten Frikadellen? Nein. Sebastian Lege möchte zeigen, was gute Frikadellen ausmacht. Dazu kommt ein besonderer Gast. Und jetzt kommt jemand. Wer soll denn auch kommen? Natürlich, meine Mama! Tja, Mama, komm, du musst jetzt Frikadellen machen. Wie früher. Wie früher. Für die Frikadellen braucht Mama Lege frisches Hackfleisch, Senf, etwas Salz und Pfeffer. Dazu frische Eier. So, ich schneide Zwiebeln. Ja, bitte. Wie viel hätten Sie denn gerne, junge Frau? Ja, fang erst mal an. Die frischen Zwiebeln sorgen für Geschmack. Die Brötchen müssen in Wasser einweichen. Hast du Paprika schon dran? Ja. Oder? Nee, habe ich nicht. Wollte ich gerade sagen. Das mache ich jetzt. Ja, ich wollte dich nur dran erinnern. Hast du Salz schon dran? Ja, du machst mich ganz vogelig, weißt du das? Das ist so. So, was soll ich jetzt machen? Schon mal die Pfanne anmachen? Das kannst du schon mal machen. Dazu braucht Sebastian Lege Butterschmalz. Dann bist du auch zu was zu gebrauchen. Ja. So eine Messerspitze rein. Das ist eine Messerspitze. Hör auf! Wie, das schmeckt doch sonst nicht. Oh. Die müssen richtig schwimmen, die Dinger. Das eine Brötchen noch mal rein. Also als Kind, ne? Hatte ich ja so ein Hassgericht. Ja, und das muss ich erzählen. Ja? Das muss ich erzählen. Also das ist der Hammer. Ich gucke erstmal, ob das hier schmeckt. Also jeden Morgen vor... Oh, fehlt aber Salz. Ich bin noch nicht fertig. Okay, Entschuldigung. Jeden Morgen, bevor er zur Schule gegangen ist, der ging aus der Tür und fragte mich, Mama, was gibt's Mittag zu essen? Und dann hatte ich einmal gesagt, heute Mittag mache ich meine Linsensuppe, so einen Linseneintopf. So, die Schule war vorbei. Er kam nicht nach Hause. Und da habe ich die anderen Kinder gefragt, die aus seiner Klasse kamen. Mensch, wo ist Sebastian denn? Habt ihr den gesehen? Ja, der sitzt unterm Kastanienbaum. Der mault. Ja, und warum? Weil ich Linsensuppe koche. Ja, da hatte ich keine Lust drauf. Nee. Und was habe ich denn wieder gemacht? Hier. Ja. Und dann war wieder Frieden. Die geformten Fleischbällchen sind bereit für die Pfanne. Oh, die werden aber gut heute. Liegt bestimmt, weil ich sie brate. Na, das glaube ich nicht. Nach 15 Minuten sind die Frikadellen durchgebraten und knusprig braun. Siehst du, so ist das, wie früher. So, der hat mir das immer vom Tisch geholt. Hm. Und es war noch nicht fertig. Schmecken aber immer noch so. Ja. Schön luftig. So, Mama, ich habe auch noch was mitgebracht. Fertig, Frikadellen. Ne, geh mir bloß schon. Die kannst. Nee, nee. Und die isst du ja wohl nicht. Da ist Chemie drin. Nee, hör auf. Wie das schon aussieht. Die kann man nicht essen. Ekelhaft. Nee. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ja, essen. Nee, die Frikadellen baue ich jetzt nach. Oh. Nee, ganz ehrlich. Ja. Genau die machen wir jetzt. Guck dir das doch nur mal an. Die selbstgemachten Frikadellen kosten etwa 1,62 Euro pro 100 Gramm. Fertigfrikadellen durchschnittlich nur etwa 83 Cent. Etwa die Hälfte. Wie die Industrie das schafft, zeigt Sebastian Lege. Das heimliche Gefühl geht jetzt flöten. Fleisch, das kommt da wirklich rein. Aber ich sag mal ein bisschen anders, wie das, was seine Mama gerade gemacht hat. Dazu verwendet Sebastian Lege sogenanntes Verarbeitungsfleisch. Reststücke, die beim Zerlegen anfallen. Wird zu Blöcken gepresst und kann das ganze Jahr ganz entspannt gehandelt werden. Dieses Verarbeitungsfleisch ist dementsprechend günstig.
Für frisches Hackfleisch darf die Industrie es nicht verwenden. Für die weitere Verarbeitung muss Sebastian Lege den Block zerkleinern. Das geht ratzfatz hier an der Säge. So muss das laufen hier. Dazu kommt ein Anteil frisches Schweinefleisch. Dabei gilt, je mehr Fett, desto günstiger. Dr. Lege, bitte in den Frikadellen-OP. Der Wolf zerkleinert das Fleisch. Weil ein Teil gefroren ist, überhitzt die Masse nicht. Und in der fertig gebratenen Frikadelle kann man mit dem bloßen Auge nicht erkennen, dass da solche Blöcke drin landen. Aber jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Spezielle Zutaten und schnelle Arbeitsschritte. Herzlich willkommen in meiner Frikadellenfabrik. Ja, was braucht man, um richtig Kasse zu machen? Hier Volleipulver. Keine frischen Eier, na natürlich nicht. Salz. Und dann haben wir hier Dextrose. Sorgt für ein gleichmäßiges Bräunungsergebnis. Und jetzt können wir schon mal hier mengen. Und während wir mengen, kippen wir Wasser rein. Und wir kippen Wasser rein. Das wird so richtig gut. Und jetzt schönes hauchdünnes Scherbeneis. Durch die Rotation entsteht Wärme, das Eis schmilzt und ist noch zusätzliches Wasser, was in unsere Frikadellenmasse landet. Wahnsinn, oder? Etwas Gewürzmischung für den Geschmack. Weizenstärke verdickt die Masse. Und Senfpulver. Ich hätte nichts mit frischem Senf, Leute. Beim Vermengen nimmt die Masse Wasser auf und bindet es. Jetzt zum Schluss erst kommt das Paniermehl hinzu, dass hier und da eine kleine Wasserpfütze noch mal aufgesaugt wird und bloß nicht verloren geht. Darauf ist die Paniermehlkörnung perfekt abgestimmt. Aber die hat richtig Bindung. Ist wie Klebstoff hier. Wenn die Masse ruht, quillt das Paniermehl auf. Sebastian Lege hat das Verarbeitungsfleisch mit günstigen Zutaten vermengt. Wie viel Verarbeitungsfleisch und welche Qualität in diesem Brei steckt, kann die Kundschaft nicht erkennen. Auf den Packungen finden sich viele Siegel. Eine verpflichtende Angabe ist der Fleischanteil. Meist liegt er bei 80%. Doch ist das wirklich so? Das soll ein Labor prüfen. Im Test 10 Frikadellen unterschiedlicher Preisklassen. Das Ergebnis? Die meisten Hersteller halten sich grob an ihre Angaben. Das Bioprodukt enthält sogar deutlich mehr Fleisch. Ausgerechnet das Markenprodukt von Kamsen liegt rund 15 Prozentpunkte unter der angegebenen Menge. Die Frikadellen von Aldi enthalten laut Labor sogar nur 55,3 statt 80% Schweinefleisch. Verkauft der Discounter falsche Frikadellen? Wenn dieses Ergebnis wirklich so stimmt, dann ist das absolut nicht zulässig. Denn was auf der Verpackung steht, das muss auch stimmen. Aldi teilt in einer Stellungnahme dazu mit, dass für die betroffene Charge die notwendige Menge Fleisch verarbeitet worden sei. Die Diskrepanz sei durch die naturgemäßen Schwankungen der einzelnen chemischen Parameter, wie beispielsweise Fett- und Eiweißgehalt, bei einer Einzelprobe zu erklären. Hinzu kommt, dass die verwendeten Umrechnungsfaktoren ebenfalls von den tatsächlichen Verhältnissen abweichen können. Der Labortest hat einen Fleischanteil von 55,3% ergeben. 80% sollen es laut Packung sein. Bei den Aldi-Frikadellen ist der übliche Toleranzbereich mehrfach überschritten. Aus Sicht des Labors ein Hinweis darauf, dass zu wenig Fleisch enthalten ist. Hier muss die Lebensmittelüberwachung auf jeden Fall dieses Produkt noch einmal überprüfen und beanstanden. Denn ansonsten wird hier wirklich konsequent der Verbraucher betrogen. Das Erstaunliche, die Packung ist voller Siegel, darunter das QS-Siegel für Qualität und Sicherheit. Das soll einwandfreie Ware garantieren. Alle diese Siegel auf den Produkten, die sind natürlich freiwillig. Und ehrlich gesagt sagen sie über die Qualität fast gar nichts aus. Alle Produkte müssen hygienisch einwandfrei sein, sonst dürfen sie überhaupt nicht im Supermarktregal landen. Der Labortest zeigt, das QS-Siegel garantiert scheinbar nicht einmal, dass Produktversprechen eingehalten werden. Und auch beim Siegel Initiative Tierwohl trügt der Schein. Denn das bekommt Fleisch aus der Haltungsform 2. Und die liegt nur minimal über dem Mindeststandard.
Mit Tierwohl hat das wenig zu tun. Boah, was ist das für eine Frikadellenmasse? Die glänzt ja wie frisch lackiert. Dank der Maschinen hat Sebastian Lege kaum mehr Arbeit. Ach ja. Was los? So macht man Frikadellen, Leute. Mit richtig Kling-Kling in der Tasche. Ach, dann legen wir mal los, ne? Und da kommen sie. Der Portionierer bringt die Masse in Frikadellenform. Dann garen sie in einer heißen Dextrose-Lösung für eine gleichmäßige Bräunung. Beim letzten Schritt braten die Frikadellen nicht, sie frittieren. Und dann werden die nur noch gebräunt. Oh. Viel zu viel Fett drin gewesen. In der Fritteuse bekommen die Frikadellen eine knusprige Textur. Aber sehen die gut aus und wie die wachsen, ne? Ja, nicht hier in der Pfanne links, rechts drehen. Nein! Nach ein paar Minuten sind sie fertig. Und so schnell kann man Frikadellen produzieren. Das ist schon ein sehr kostenoptimiertes Produkt. Saftig. Aber schmecken wirklich wie das Original aus dem Kühlregal. Mama, ihre sind mir lieber. Billige Zutaten und schnelle Produktion machen die Fertigfrikadellen unschlagbar günstig. Zu dem Preis kann ich die überhaupt nicht selber herstellen. Und das zeigt natürlich, einerseits wird eine riesige Masse gemacht in großem industriellen Maßstab. Aber auch, es wird natürlich nicht das hochwertigste Fleisch eingesetzt, denn das wäre noch mal deutlich teurer. Billige Frikadellen und gute Qualität, das passt nicht zusammen. Daran ändern auch die meisten Siegel nichts. Wem Hochwertigkeit am Herzen liegt, sollte seine Frikadellen lieber selber machen. Vegetarisch oder mit gutem Biofleisch aus artgerechter Haltung.